Baby hat nach Ihnen gesucht. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Ja, vielen Dank und damit recht herzlich willkommen zurück, liebe Rollenspielfreunde, bei Let's Play Mass Effect Andromeda. Wir sind zurück auf der Tempest. Liam Costa voller Einsatz, E-Mail von Liam lesen. Das machen wir jetzt als erstes. Ich habe jetzt schon vergessen, was Kello gesagt hat. Wir haben einiges an E-Mails, wie es aussieht. Wollte das nicht senden. Hallo Pathfinder. Ich benötige Ihre Hilfe bei einer großen Sache. Ich kann an dieser Stelle nichts sagen, worum es sich handelt. Und der Grund dafür wird Ihnen nicht gefallen. Aber ich kann Ihnen alles erklären. Kommen Sie bitte zu mir. Und er wollte das nicht senden? Okay. Können wir reden vor der Kamera von Cary Tivessa? Dazu müssen wir zur Nexus zurück. Hallo Ryder, man hört ja so einiges. Eine Gartenwelt, eine brandneue Spezies. Wenn Sie dazu offiziell etwas sagen dürfen, wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Cary. Dann haben wir Botschaften an die Nexus. An Ryder. Ah ja, okay, darum geht's. Von Ten. Ryder, ich habe alle Botschaften der angaranischen Bevölkerung gelesen, die Sie weitergeleitet haben. Einerseits ist die positive Reaktion ermutigend, aber andererseits ist das historisch betrachtet höchst unwahrscheinlich. Wann immer zwei Spezies sich zum ersten Mal begegnen, muss es Misstrauen und sogar Angst geben. Soweit ich über die Angara informiert bin, sind sie kein naives Volk. Ich bezweifle sehr, dass sie derart positiv aufgenommen wurden. Haben sie vielleicht nur eine Auswahl der Botschaften gesendet? Ich wollte die ungeschminkte Wahrheit. Das ist unerlässlich, um Irrtümer bei unseren Beziehungen zu den Angara zu vermeiden. Ich werde daher nun meine eigenen Informationskanäle nutzen. Na super, habe ich's verbockt. Scheiße. Mail vom angaranischen Widerstand. Von Ephra. Sie hatten also eine alte angaranische KI in Händen und haben sie zerstört, um ein Angara-Leben zu retten? Eine schwere Entscheidung, die sie im Eifer des Gefechts treffen mussten. Ich unterstütze das. Ich hätte genauso gehandelt. Diese frühere Slavin hatte eine Familie, die sie für tot hielt. Sie haben ihnen ein großes Geschenk gemacht. Na, das klingt doch gut. Die Meinungen auf Aya dazu sind geteilt, aber ich vermute, dass ihnen das niemand ins Gesicht sagen würde. Ich finde solche Debatten erfrischend. Wir sind nun mal ein komplexes, emotionales Volk mit vielen verschiedenen Standpunkten. Großartig. Okay, also Ephra findet es in Ordnung, wie wir es gehandelt haben. So, dann haben wir eine E-Mail bezüglich Gesichtsrekonstruktion. Okay. Ryder, ich habe meine Analyse der Verletzung abgeschlossen, die Sie bei dem Sturz, bei beiden Stürzen auf Habitat 7 erlitten haben. Einschließlich der Schäden im Gesicht, als Ihr Helm zersprungen ist. Die Haarrisse unter der Oberfläche verheilen gut. Falls Sie den Heilungsprozess verfolgen wollen, finden Sie in der Krankenstation der Tempest eine Anlage zur Gesichtsrekonstruktion. Die Erkundung unwirtlicher Gebiete fordert bisweilen Ihren Tribut. Naja, bei uns nicht. Die Anlage kann alle gewünschten Änderungen an Ihrem Aussehen rasch und sicher durchführen. Ja, alle gewünschten Änderungen, das wäre sehr schön. Keller behauptet, sie würde mit antiquiertem Xenon laufen, aber das ist bestimmt nur einer seiner Witze. Dann haben wir Nachricht von Volt, Kettinformation. Seien Sie gegrüßt, Pathfinder. Ich heiße Relis. Ich gehöre dem angaranischen Widerstand an. Einige unserer Späher sind mit faszinierenden Informationen zu den Kett zurückgekehrt, die Sie sicher interessieren werden. Ich erwarte Sie auf Volt. Bitte kommen Sie bald. Ja, nicht so schnell. Die McCoy-Brüder. Mein Bruder Dash war mein bester Freund. Es schmerzt mich noch immer, dass er fort ist und dass wir nicht, wie er hofft, hier in Androm... Ja, okay. Das haben wir gelesen. Hier können wir noch bestätigen. So. Nein, dem werde ich jetzt nicht folgen. Wir werden kurz mit Liam reden. Oh. Mach schon, denk nach. Denk nach. Ich brauche irgendwas. Mit wem reden Sie da? Ryder! Scheiße. Sie können sich doch nicht so anschleichen. Ich rede nur mit mir selbst. Sagen Sie nicht, Sie würden das nie tun. Gestresst, was? Ach echt. Diese Sesshaftigkeit ist nichts für mich. Ich mag's nicht, wenn die Leute wissen, wo ich bin. Wo mein Zeug ist. Oh! ja, könnten Sie bitte wieder runterkommen? Sie müssen sich entspannen. Ich bin ja selbst schon gestresst. Würde ich ja gerne. Wirklich. Wenn es mir zu Hause so ging, habe ich mir eine Schwerelosigkeitskammer gesucht oder ein Floatingbecken. Irgendwas, um abzuschalten. Das bräuchte ich jetzt auch. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, in der Rettungskapsel lässt sich die Schwerkraft abschalten. Natürlich! Sam, du bist ein Genie! Okay. Das wird mich total verändern, Ryder. Sie werden schon sehen.
Da drin ist Platz für zwei. Ja, ja? Das wollte ich hören. Und das war's dann. Augen zu, entspannen, einfach loslassen. Oh. Das ist großartig, Ryder. Ja. Ich wüsste noch was, um mich zu entspannen. Und was? Wollen wir rummachen? Mir ist egal, ob Sie noch was anderes am Laufen haben. Und ich kann schweigen. Wir haben einfach nur Spaß. Und lassen Dampf ab. Ohne Verpflichtungen. Ohne Bindungen. Okay. Klar, was passiert ist, wenn ich sage, ich will aber Bindung? Also, ich hatte ja schon gesagt, dass ich mich auf Pibi festlegen wollte, vor 3-4 Folgen. Wir können aber auch sagen, klar, doch, was anderes machen. Also, das ist ja schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Ich mag sie, Pibi. Ich will, dass es was bedeutet. Oh, Gut zu wissen. Lassen Sie uns das hier einfach genießen. Kein Sex, Leute. Nein, kein Sex. Ja, ich wusste natürlich, dass diese Szene dazu führen könnte. Als sie das gesagt hat mit dem mit der Schwerelosigkeit, wusste ich direkt, was die Stunde geschlagen hat, weil ich es schon mal irgendwo gelesen habe. Ja, aber wir hätten jetzt sehr wahrscheinlich mit ihr eben Sex haben können und hätten dann auch wahrscheinlich noch Cora abschleppen können oder so, aber das wollen wir ja nicht. Sollten wir eine Runde machen? Wahrscheinlich ja. Ich denke ja. Wir sprechen mal kurz hier mit Lexi, die müsste ja schon... Ihr Vater war Turianer? Das erklärt vieles. Was soll das denn heißen? Jetzt geht's los. Sie wissen schon, warum Sie so verkrampft sind. Ich bin nicht verkrampft. Keine 300 Jahre alt und macht einen Wirbel wie eine Matriarchin. Ich bin Ärztin. Wirbel machen gehört zu meinem Job. Okay, ist interessant zu wissen. Wir wissen, Pibi ist, ich glaube, 204 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob sie das gesagt hat. Ich habe es, glaube ich, irgendwo gelesen. Und Lexi ist auch noch keine 300 Jahre alt. Interessant. Ryder. Okay, hier gibt's nichts Neues. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja, komm, ich würde sagen, wir machen eben halt die Runde, nützt ja nichts. Ryder. Hier gibt's auch nichts Neues. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ich denke, dass Pibi, oder also dass Pibi am besten zu Scott passt. Also, wir spielen ja halt hier so einen 22-jährigen jungen Spund, der auf Abenteuer aus ist. Und ich glaube, Pibi passt da einfach am besten. Vielleicht hätte ich jetzt doch... Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, ne? Aber dazu werden wir halt noch kommen. Alp-Statuskontrolle wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte Cora besuchen. Die nicht da ist. Warte mal, war das überhaupt ihr Quartier? Weiß ich jetzt gar nicht. Jawl sollte da sein. Wahrscheinlich sind die alle wieder nicht da. Ja, alles klar. Dann in diese Richtung. Na komm, Türchen. Geh bitte auf. Bitte. Danke. Okay, sie sind alle offenbar hier. Fangen wir mit Gil an. Dann haben die Angara also die ganze Zeit gegen ihre eigenen Leute gekämpft. Scheiße. Ich frage mich, wie Jawl damit fertig wird. Nicht gut. Okay, Jawl scheint nicht hier zu sein. Hey, Ryder, was gibt's? Oh, nichts Besonderes. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Eigentlich war es vielmehr schön, nicht mit ihm zu reden.
Okay, Drake, hast du was? Pathfinder. Oh, erzähl uns mal eine Kriegsgeschichte. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Pijack am Arsch. Das sagt er immer, ne? Aber danach gibt er auf jeden Fall meistens immer einen neuen Kampftipp. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Okay, Erwählte. Es ist nicht gut, wenn einem zu viele von denen auf einmal zu nahe kommen. Ziehen Sie sich einfach zurück, wenn Sie Ihre Schilde treffen, und überlassen Sie sie mir. Ich wette, die sind es nicht gewohnt, von einem Korgana überrannt zu werden. Okay, werde ich drauf zurückkommen. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. So, das hätten wir auch. Dann... Hier scheint niemand zu sein. Tali ist auch nicht da an ihrem Platz. Ach ja. Okay, dann hier runter, würde ich sagen. Ryder? Die Arche der Asari. Gibt's da was Neues? Ist nämlich weiß. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Wir versuchen immer noch, dem Flugschreiber ihren letzten Kurs zu entlocken und dafür zu sorgen, dass wir kampfbereit sind. Okay, das bleibt auch weiß. Genau, das hatten wir beim letzten Mal schon. Ganz ehrlich, auf eine Kriegsgeschichte von dir habe ich keinen Bock. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Ich bin gespannt, ob wir die Flirtoption mit Cora nochmal wiederbekommen. Könnte sein, dass ich mich dann vielleicht doch nochmal umentscheide. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich... Kommen Sie. Ich muss aus der Nummer irgendwie raus. Ich fürchte, ich kann nichts tun. Sollte ich vielleicht etwas wissen? Hey, ich habe nur... Wie geht's Ihnen? Mir geht's super. Es ist nur... Ich hatte Ihnen doch gesagt, ich würde es vermasseln. Und das habe ich. Erinnern Sie sich an Verrant? Mein Kontakt bei den Angara? Sie ist weg. Ihre gesamte Gruppe ist urplötzlich verschwunden. Also, wollen wir sie retten? Wenn nicht, könnten wir nämlich die Nächsten sein. Tja... Und inwiefern... Ja, ich würde eigentlich sagen, klar, wieso sollten wir nicht helfen? Das könnte seine Loyalitätsmission vielleicht sein. Ich habe jetzt aber Angst, wenn ich das sage. Na komm. Natürlich retten wir sie. Warum auch nicht? Weil ich Verrant Daten und NAV-Punkte der Nexus gegeben habe. Wieso sollten sie so etwas tun? Wir müssen wissen, wie wir hier überleben können. Ich habe es mit Fragen versucht und mit Stehlen. Niemand will Fremden helfen. Also habe ich die Initiative ergriffen. Ich habe ihr Daten und Tech gegeben, damit sie sie modifizieren kann. Verrant war... Sie ist vertrauenswürdig. Aber wenn sie von Piraten verhört oder an die Cat verkauft wird, sind wir erledigt. Okay. Wir können den Nexus nicht warnen. Dann wird Liam ja sofort seines Amtes hier enthoben, wahrscheinlich. Wir klären die Sache, bevor sie zu einem Problem wird. Sie ist bereits ein Problem. Ein Händler hat mir eine Spur geliefert. Eine körnige Aufnahme. Wenn wir das System finden, finden wir auch die bösen Jungs. Außerdem habe ich Bradley um Leute gebeten, die uns dabei helfen, sie abzufangen. Ich dachte mir, sie würden vielleicht einsteigen wollen. Wie sollte uns ein Haufen Siedler helfen können? Dasselbe hat er auch gesagt. Wir sind also auf uns gestellt. Ich schicke die Aufnahme zur Brücke, damit sie vorliegt, wenn sie auf die Jagd gehen wollen. Und... sorry. Okay, mit Liam auf der Tempest reden, zum Trümmerfeld im Sephazar-System reisen. Aber was hat Bradley damit zu tun? Das ist doch der von Prodromos, der Typ, meine ich. Der quasi Bürgermeister von Prodromos. Verstehe ich nicht so ganz jetzt. Okay, hier müsste Vetra sein. Die nicht da ist. Okay, wir haben Vetra noch nicht gefunden und wir haben... Wen noch nicht? Wer war da noch? Okay, hier ist niemand. Hier sind die Quartiere. Schon, aber vielleicht nicht jetzt. Ich verstehe. Wir
Brauchen Sie etwas? Ich kann unterbrechen, was ich gerade mache. Nö, mach ruhig weiter. Bis später, John. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Alles klar, dankeschön. Ein bisschen ärgere ich mich ja doch, dass ich die Gelegenheit nicht wahrgenommen habe mit Peavy. Mann! Okay, Vetra finde ich nicht. Ach doch, mit Vetra haben wir schon gesprochen, oder? Ich glaube doch, wir haben mit Vetra schon... Na klar, haben wir mit Vetra schon gesprochen. Gibt es denn eine neue Sonderlieferung? Tunchanka Dreck? Nur mit Lackierung? Athletisch? Ach, es gibt ja genau, es gab bei irgendeinem Patch neue Kleidung, wenn ich mich nicht erinnere, wenn ich mich recht erinnere. Wie viele Schiffe haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4 erst. Ich habe irgendwo immer noch eins übersehen. Wir haben, glaube ich, ein Nexus-Modell irgendwo. Ah ne, da ist es ja, das ist nur so klein. Okay. Hallo, Scott. Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Warum fressen Dreschlunde keine Komiker? Weil sie komisch schmecken. Voll super, voll super. Na komm, einen hau noch raus. Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Meine Algorithmen formen gerade einen neuen. Berechne den Kurs der Pointe. Das war kein Witz. Natürlich. Danke, Sam. Das genügt. Okay, dann gucken wir mal eben in unseren Kleiderschrank. Wir haben da nämlich eine total geile Kleidung, mit der ich jetzt nur noch rumlaufen werde. Und zwar das hier. Sieht das nicht genial aus? Prolliger geht's ja wohl kaum. Damit einen Erstkontakt machen, ist auch eine nette Sache, oder? Wir bleiben natürlich bei den Klamotten, die wir anhaben. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Das hätten die sich auch sparen können, ganz ehrlich, dieses Outfit da. Okay, ich würde sagen, wir machen uns auf. Ich überlege jetzt natürlich, ob wir vielleicht das erst mit Liam dann machen sollten. Ah, wir können hier mit Suvi und Keller nochmal quatschen. Die Cat-Genetik widerspricht allem, was wir kennen. Sie bestehen aus Teilen unterschiedlicher Spezies und sind doch durch und durch Cat. Es ist bizarr, erschreckend und gleichzeitig faszinierend. Sehen Sie es mal so. Während Sie in Ihren Genen herumstochern, machen die Cat vermutlich genau dasselbe mit unseren. Na, vielen Dank auch. Jetzt werde ich nie wieder ruhig schlafen können. Du hast damit angefangen. Okay, was anderes gibt's ja nicht Neues. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Dann nochmal kurz mit Kello quatschen. Normalerweise müssen wir auch nochmal hier so ein paar neue Waffen wahrscheinlich herstellen, so ein Kram. Was kann ich für Sie tun? Geschichten über die Tempest, okay, hier gibt's was Neues. Erzählen Sie mir mehr über das Schiff. Ihr Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche, der uns durch den Orkusnebel gebracht hat. Der Kern speichert die von ihm erzeugte statische Elektrizität in Kondensatoren. Im Prinzip sind wir unsere eigene Energieversorgung. Sorena und Tion haben Wochen gebraucht, um das in einem kleineren Schiff hinzukriegen und sich dabei auch den einen oder anderen Stromschlag eingefangen. Okay, ich habe da das Gefühl, das haben wir auch schon mal gehört, es bleibt auch wieder weiß. Also irgendwas läuft hier ein bisschen schief. Was halten Sie vom Rest der Crew? Ich muss zugeben, Gil irritiert mich ziemlich. Ständig baut er Systeme um, anstatt sie einfach zu warten. Er macht eben alles gerne auf seine Art. Aber das muss ja nicht richtig sein. Ja, auch das bleibt weiß. Also ich weiß, die haben mit einem Patch gebracht. Also es gibt ja manchmal Unterpunkte bei diesen Dialogen. Und die wurden halt nicht hervorgehoben, wenn es darunter etwas Neues gab. Und das haben die halt gepatcht. Und irgendwie scheint da was schiefgelaufen zu sein. Habe ich so das Gefühl. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Alles klärchen. So, dann auf... zur Galaxiekarte. So, wir haben eine hoffnungsvolle Spur. Achso, das ist das mit der, mit dem Reliktgewölbe. So, hier haben wir Fortschritt 100%.
So, und jetzt sollten wir uns das... Welches System sollten wir uns mal angucken? Da. Voller Einsatz. Ich weiß nicht, ist das, drückt das irgendwie in der Zeit? Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich würde sagen. Wo ist denn Haval? Hier. Ich würde sagen, wir reisen jetzt nach Haval. Endlich. Okay, dann... Ich empfange etwas. Ja, was denn? Müssen wir scannen? Hier irgendwo? Ich sehe gar nichts. Ach, da. Sonde unterwegs. Erhalte Scandaten. Komet-Dämmerungsstern. Fliegen wir doch mal hin. Ich würde sagen, wir machen das jetzt folgendermaßen. Die Folge wird diesmal ein bisschen kürzer. Wir scannen hier das System ab. Also wenn ihr keinen Bock auf Systemscannen habt, dann könnt ihr einfach schon mal abschalten. Und in der nächsten Folge landen wir dann nämlich erst auf Haval. Dann kann ich nämlich in der Aufnahmepause nochmal ein bisschen Waffen skillen, also Waffen craften und so weiter. Komet-Dämmerungsstern. Dieser Komet ist reich an empirisch nützlichen Nephrit, auch wenn andere Elemente seine Erkundung erschwert haben. Er ist enorm hell, allerdings ist ein zweiter Orbit unwahrscheinlich. Das Beste wäre es, ihn für andere Zwecke abzubauen. Platin, ja. Da brauchen wir nicht lange überlegen. Genau, so. Da haben wir Postbar. Wo müssen wir überhaupt hin? Da ist Haval. Den machen wir natürlich zum Schluss. Beziehungsweise dann in der nächsten Folge. So, hier gibt es offenbar nichts zu scannen. Was haben wir hier? Der riesige und feurige Postbar wird in einigen Texten der Angara als Wächter von V-Rang bezeichnet, der den hellen Stern umkreist, bis beide abkühlen. Okay, hier gibt es nichts weiter. Dann erstmal den hier. Farum. Oder Farum. Ja, wenn wir mit dem System hier fertig sind, haben wir schon 30 von 50 Planeten gescannt, würde ich sagen. Oder erkundet, wie auch immer. Anomalie geortet. Ja. Ja. Was haben wir denn da stehen überhaupt? Die Atmosphäre von Farum besteht aus Kohlendioxid und Argon. Der Planet ist damit für die meisten Lebensformen unbewohnbar. Dazu leisten auch die Wassertemperaturen der Ozeane ihren Beitrag. Die bei Sonnenlicht während der geeigneten Jahreszeit den Siedepunkt erreichen können. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Biomaterialwachstum. Auf Farum, wo sonst kaum etwas gedeiht, erstrecken sich riesige Pilzwälder durch die feuchte und heiße Luft. Okay, 270 Erfahrungspunkte. So, und der letzte. Yilfane. Anomalie auf den Sensoren. Die Oberfläche von Yilfane besteht hauptsächlich aus Schwefel, Eisen und Plutonium. Seine gewaltigen Stürme variieren in ihrer Stärke, während er den Gasriesen Yetnoid umkreist. Also ich weiß nicht, ob ich das alles richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Schicke Sonde aus. Also ein großes Mineralienvorkommen. Graphit haben wir da. Dieses Graphitvorkommen kann die Initiative für diverse Fabrikationsprozesse gut gebrauchen. 87. Sehr schön. Ja, damit hätten wir, glaube ich, dieses System hier gescannt. Es folgt nur noch Haval und das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Warum geht er nicht raus hier? Ach, beenden da. Hä?
Okay. Ja, Haval werden wir dann in der nächsten Folge ansteuern. Ich werde die Aufnahmepause nutzen, um ja noch ein paar Waffen aufzuwerten und so weiter und so fort. Damit wir da auch gut ausgerüstet sind, wenn wir auf Haval ankommen und da sehr wahrscheinlich auch wieder die Cat bekämpfen müssen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao. Ryder? Ja? Ich wüsste noch was, um mich zu entspannen. Und was? Wollen wir rummachen? Mir ist egal, ob sie noch was anderes am Laufen haben. Und ich kann schweigen. Wir haben einfach nur Spaß. Und lassen Dampf ab. Ohne Verpflichtungen. Ohne Bindungen. Klingt nach Spaß. Gut. Genug geredet. Oh, Sie meinen jetzt? Hier? Sie wissen schon, was genug geredet heißt, oder? Wow. Wir schweben direkt auf die... Autsch. Egal. Au. Au. Keine Bindungen. Okay. Okay.